guck mal, wen wir hier sehen. Ach, ihr seht schon. Ron Bielecki. In der Mitte sein treuer Partner. Und links Gronkh. Wie kommt diese Kombination zusammen? Aber wir werden sehen, was passiert. Seid ihr ready? Habt ihr Bock? BWL Justus. Wir fahren nach Sylt. Und so hat alles angefangen. Oh, Gaga. Kurze Zähneputzen auf dem Bett. Anders. Ich glaube, wir sind ready for Beepage. Warte mal, Pepe. Oh, der Ring of Odin kommt. Oh, ich hätte gestern nicht scharf essen sollen. Bruder, der Ring of Odin, da werden bei mir nochmal Erinnerungen wach. Auge, 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 oh mein Gott, Auge, 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 Auge! Boah, das war, wisst ihr noch, der Ring in der Mitte? Bing. Komm, vergiss es. Alle, die das nicht verstehen, gut so, dass ihr es nicht versteht. Melde mich, jeder. Wie lange sind wir auf Sylt? 50 Sekunden. Oh. Ich war noch nie auf Sylt. Ich würde auch gerne mal auf Sylt. Wie viele Inseln hat Deutschland? Rügen, Sylt und Mallorca, ne? Usedom. Ah ja, komm. Ja, ist gut. Natürlich weiß ich doch. Ich verarsche euch doch. Weiß ich doch. Ich würde sagen, hier auf Sylt. werden viele, viele verrückte Sachen passieren. Ich schneide den rein. Achso, nee, das war ja absichtlich. Ich habe mir eine zweite entzündet. Bebe, danke nochmal für die Sodbrenntabletten, die waren bitter notwendig. Ladies and Gentlemen, wir sind auf Sylt. So, hier sind wir auf Sylt. Fühlst du den Urlaubsvibe? Fühlst du den. Den. Jetzt mit so einem leckeren Essen, das wäre doch super, oder? Und ganz viel Bier und Champagner. Kurz übertreiben wieder, wir wollten heute ruhiger machen. Dom Perignon. Ganz kurz ruhig. Wir wollten ruhiger machen. Ruhig Porignon. Wir haben leider so einen ganz komischen Tisch bekommen, obwohl wir noch nicht mal das Essen bekommen haben, aber einen Mindestumsatz insgesamt von, ich glaube, schon 3000 Euro erzielt. Was? Ich habe noch nie eine Tischrechnung gehabt von 3000 Euro. Ich weiß nicht, ob ich da. Sag mal ganz ehrlich, ist das echt? Was säufst du denn für 3000 Euro? Ich sag, wenn Sie zu Hause ein Lokal haben, versuchen Sie sich, diesen Gast durch ein kleines Placement zu sich in den Laden zu locken. Er wird es Ihnen ein Vielfaches zurückzahlen. An alle neuen Clubbesitzer, den müsst ihr einladen, ey, das ist geil. Aber ich habe ab und zu Kontakt mit Ron Bielecki und muss sagen, ey, das ist ein netter Junge. Also für alle, man muss sagen, es ist eine der kontroversesten Personen, also auch immer so an Sachen, die ich so höre. Es gibt immer so Stimmen, die sagen, asozial. Hast du gesehen, wie der sich benimmt? Was der säuft, ist doch kein Bedings, oder hier. Und andere, die sagen, Ron Bielecki, Wenn der bei mir in den Laden kommt, sage ich ganz ehrlich, wenn ich das La Dolce Vita habe, italienische Restaurant, dann der kommt in den Laden rein. Schatz, schreib die Karte um. Streich durch. Schreib ihn Dom Perignon. 400 Euro. Hier, eine neue Karte für Sie, Herr Ron Bielecki. Bitteschön. Hässlich ist er nicht? Ja, wirklich nicht. Also man muss echt sagen, Ron Bielecki ist wirklich überhaupt nicht hässlich, ne? Das ist echt ein hübscher, gut aussehender Mann. Es gibt auch wenig, ich hatte auch mal so lange Haare, was weiß, wie scheiße ich ausgesehen habe. Das hier, das ist ja ein Ebenbild von einem Mann. Weiße Zähne, große, lange Zähne, große Lippen, große Augen. Das ist ja wirklich ein schöner Typ. Wenn jetzt gleich die Vorspeise kommt, der gute Kaviar, gleich eine Story und markiere das Restaurant hier. Und dann schauen wir gleich, ob hier Fans mit vorbeikommen und den Laden niederbrennen. Ja, Spaß beiseite, will das wirklich machen? Es gibt kein Zurück mehr. Ja! Hey! Da sind sie, BWL Justus und alle seine Kollegen. Ron ist eine Legende. Kannst du mich mal kurz zeigen? Ruhiger als andere. Ron? Warum? Ganz kurz. Ja? Ganz kurz. Ist auf Sylt auch der Zug aus Hogwarts angekommen, oder was? Alle da. Jetzt sind sie wirklich alle da. Ron, mach mit den Kindern da nichts. Wirklich. Ron, jetzt ist gut. Reiß dich zusammen, Ron. Der junge Mann hier. Seine Mutter ist Allgemeinmedizinerin. Natürlich will er auch mal, dass das die böse Seite in sich entdecken. Aber nicht an dem Tag, Ron. Nicht an dem Abend. Das ist eine Frau?
3 Liter Mod Eis, 6 Liter Belvedere, bist direkt bei 2K, geht schnell bei uns. Ja klar, ist das eine Frau. Sag mal, was ist da hinten, Mann? Bruder! Ja, ganz kurz. Was ist da hinten los? Guck mal, wie der hat der Zigarette zieht, wie ich mit 11, als ich das erste Mal gezogen. Ich muss voran, Pilecki, mach ich heute den cool. Bloß nicht husten. Den Trick. Mama kommt. Heute muss ich mal cool aussehen. Heute ist wichtig. Mach den Hemd oben auf. Komm. Hemd oben. Den Schal lasse ich mal lieber drin, den ich mir sonst so umbinde. Und den Pullover drüber. Den lasse ich heute mal drin. Ron Bilecki ist da. Oh, Junge. Ihr seid mir alle hier die BWL Justus. Ey, die haben wirklich ohne Scheiß. Die haben 15 Jahre gute Erziehung und dann kommst du in den ihr Dorf. Kommst du ins Dorf, die haben 15 Jahre. Aber irgendwann muss man auch mal ausbrechen, sag ganz ehrlich. Irgendwann muss man mal ausbrechen. Aber ich habe selbst erlebt, das, weißt du, was jetzt passiert? Ihr seht das doch nicht. Guckt euch dieses Video nochmal in 2 Wochen an. Da siehst du auf einmal 2 oder 3 von denen geblurrt. Warum? Weil die Mama gesagt hat, mein Kind wird in einem dieser Videos nicht stattfinden. Wir haben ihnen nicht das Okay gegeben, dass sie mein Kind zeigen. Was? Ich klär die Mütter. Meine Mutter! Mach dir mit Ron Bilecki rum! Was? Was guck ich mir an? Was guck ich mir an? Hä? Das kann doch nicht sein, oder? Und dass die Tochter feiert hat, wie man mit der Mutter rumlegt. Okay, heute habe ich wirklich alles gesehen. Wirklich alles. Aber was meinst du, was das mit Ron macht? Der wird irgendwann, der wird mit normalem nicht mehr zufriedenzustellen sein, ne? Wisst ihr, was ich meine? Dann reicht auf einmal die Liebesschaukel nicht mehr. Weißt du, was ich meine? Dann geht's mal ran ans Andreaskreuz. Dann. Was? What next? What next? Bruder, die Tochter! Das gibt's doch nicht. Andreas, Gott, nichts! Bilecki! Es gibt keinen Mann zu der Frau? Aber ich sag euch ganz ehrlich, gönn ihr mal. Ehrlich, was meinst du, wie das für sie ist jetzt mit 52? Letzte Woche 52 geworden. Auf einmal kommt dann auf einmal nochmal so ein Jüngling daher. Sag mal ganz ehrlich, wie sie seine Hand hält. Oh, Ron Bilecki kommt auch zur Party. Er hat ein Level erreicht. Aber vor allem, ey, wie will die Mutter das, die Tochter das verarbeiten? Wie, ich könnte vor meinem Sohn das nicht machen. Aus dem Aspekt zu sehen, wisst ihr, was ich meine? Ja, hallo. Was war los mit den Müttern? Bitte? Was war mit den Müttern los? Wer ist denn da? Knossi. Bist du besoffen auch? Ron. Ja? Knossi, ey, ich muss mal ganz kurz Paola rausbringen. Wir sind gerade in Berlin. Lass die da drüben. Ich ruf dich gleich zurück. Knossi. Hä? Du machst dir viel zu viel Stress. Warte mal, ich bin hier live gerade. Knossi, du bist live? Ja, natürlich. Ich bin nüchtern. Ja? Ich ruf dich gleich zurück, ja? Ja, kein Problem. Bis gleich, ciao, ciao. Ich mach mir zu viel Stress. Was machst du mit den Müttern? Ron! Warte, das hab ich gefragt. Hier ist Knossi. Bist du besoffen? Ron! Ja, Mann. Ey, wir gucken einfach weiter. Es ist
nicht normal. Ich klär die Mütter. Meine Mutter! Macht ihr mit rein, wir legen die rum! Oh, Hallöchen. Oh, Hallöchen. Warum liegen deine Sachen da? Berliner! Aber warum liegen hier deine Sachen? Es ist der beste Clip. Felina. Ich hab's auch in der Instagram. Ich konnte nicht mehr. Du machst dir viel zu viel Stress. Ich hab gar nichts gesagt. Felina. Oh, Hallöchen. Sag Felin. Philipp. Felina. Nee, Felin! Felina! Mich hat's zerrissen. Ich hab's bei Sascha in der Story gesehen, ich konnte nicht mehr. Bossa schreibt mir sofort, schick das Video durch, Alter. Ich kann nicht mehr. Was war da los, Alter? Der wird nicht mehr zurückrufen. Der wird. Ruhe. Und nicht an deinem Bett. Und ein Bier. Stresslosigkeit ist das A und B. Es ist alles richtig geil. Guck mal, Pepe, diese Strandliegen, der Sand, die Luft, das geile Wetter. Aber weißt du, was fehlt? Das Eisgekühlte. Bruder von Smeetbeat, Alter, der eine? Was denn jetzt los? Kronk, Smeetbeat, alle, ich bin da! Ich bin dabei! Unser Charme ist auf einem ganz anderen Level rausgekommen. Ah! Das ist griechische Party. Ich kenne das. Das ist griechisches. Kennt ihr das? In griechischen Restaurants ist Samstagabend, die machen manchmal, weiß nicht, ob das alle zwei Wochen ist oder ersten Samstag im Monat oder sowas. Ich kenne das von meiner Freundin und dann schmeißt man mit Servietten und sowas, ne? Und mit Gläsern. Ich frage sie, wie das heißt, die kennt sich aus. Im Carvos in Stuttgart, richtig. Da war ich auch mal. Hallo? Felina! Bitte? War nur ein Spaß, ich mache aus dem Video nach, du bist live im Stream. Haben einen Harten im Garten. Ach so, hallo. Pass auf, wie heißt das Fest bei euch und wie oft findet es statt? Wo man auf die Tische geht und schmeißt mit Gläsern, Tellern, Servietten. Zicki zacki? Das Fest? Ja, oder die Partys, die ihr immer macht, samstags. Keine Ahnung, wie das heißt. Was denn für ein Fest? Und das griechische Fest in den Restaurants. Hä, Schatz, was redest du? Was für ein Fest? Ist irgendeine Paulina bei dir? Hast du Besuch? Nein, warum? Heißt einer Ron? Und sagt, er ist nüchtern? Hä? Felina! Philipp! Bin ich noch einmal in die Irre führen? Ihr seid mein Freund, ihr seid nicht mein Freund, ihr seid ein Tu nicht gut, ihr seid kein. Es tut euch leid, tut mir. Was guckst du da? Sag doch was. Was guckst du da? Ich guck gar nichts. Doch, Bridgerton. Preachen, nein. Ja, okay, ich wollte nur wissen, wie das heißt, wenn man im Dings, in samstags in griechischen Restaurants alle zwei Wochen oder einmal im Monat gibt sowas. Ich dachte, du weißt das, wie das heißt. Nee, Schatz, ich weiß auch gar nicht, ob das eine Bedeutung, einen Namen hat. Ich liebe dich, du bist meine Traumfrau. Wie kommst du? Wow. Ciao. Hä, okay, tschüss, aber wie kommst du drauf? Heute Nacht Sexy Talk. Ciao. Ja? Ja. Okay, tschüss. Ist ja egal, wie das heißt. Tzatziki heißt es nicht. Alle, da könnt ihr alle schreiben, aber da wird jeder gern mal einmal
auch. Sag doch mal ehrlich. Man muss auch mal ehrlich zu sich sein. Ladies and Gentlemen, frohe Ostern. Guck mal, im nächsten Moment schon wieder dreht er dir die Versicherung an. Lebensversicherung. Im nächsten Moment. Ja. Frau schreibt, ich schalte Stream wieder ab. Warum denn? Schatz, ich rede doch heute mal, ist Meinung, was die Leute für eine Meinung haben. Weißt du, was ich meine? Und da viele sagen immer scheiße. Aber in jungen Jahren mit 19, 20, da wird doch jeder gerne mal so eine Party miterleben. Das ist das, was ich sagen will. Ja, Schatz, natürlich, verstehe ich doch. Meine Zunge doch nicht. Nein, deine doch nicht. Gut. Ich liebe dich, du bist wirklich meine Traumfrau und ich überlege echt, wie ich dir den Antrag mache. Oh, ja, du machst jetzt nicht so zu schleimen. Ich fand das echt schön, wo du mir gestern Brautkleider am Handy gezeigt hast. Ich interessiere mich sehr dafür. Hast du das schon wieder erzählt? Nein, ich sag nur, mich interessiert das so arg, wie dann der, wie welchen Schwank. Oh, du schick mir gerne Bilder von den, ich gebe dir dann meine Meinung. Nee, du denkst auch wirklich, ich kenne deinen Humor langsam nicht. Ich weiß, dass du mich dann wieder von A bis Z verarscht. Ich verarsch dich überhaupt nicht. Schatz. Nein, aber ich freue mich doch, wenn du mir was schickst. Nee, und jetzt finde ich es auch echt... Wo ist die Dankbarkeit, dass ich dir gestern ein Lebkuchenherz geschenkt habe, wo du Kleine draufstehst, meine Kleine? Wo ist denn die Dankbarkeit? Du bist gemein, ey. Hast dich nicht gefreut? Ich hab mich nicht gefreut. Na also. Hast du dich gefreut, wo der Osterhase da war? Ja, ich habe mich sehr gefreut, als der Osterhase reinkam. Ja, also. Wunderbar. Liebe. Ja, tschüss, du bist gemein. Ich hab dir gestern so mit Freude solche Bilder gezeigt und du verarschst mich immer. Wir wollen nichts mehr Privates erzählen. Ja, nee, natürlich nicht. Du fängst ja gar nicht an. Na, siehst du mal. Also, ich lieb dich, gell? Über alles. Ja. Ja, ich dich auch. Gell? Und schick mir ruhig noch ein paar Bilder durch von den Kleidern. Ich mein's wirklich nee, ernst. Doch, damit ich mal so sehe, was in dem Bereich kenne ich, dein Geschmack sehen. Und mich freut es, wenn du dir so eine Freude machst. Ne? Und wer weiß, vielleicht ist in 4, 5 Jahren dann auf einmal so weit. Ich bereite mich langsam vor. Ja, tschüss. Nee. Frau Abby machen. Aussicht. Immer eine Aussicht geben auf die Zukunft. Weißt du, was ich meine? Sie denkt jeden Tag. Immer eine Aussicht geben. Ne? Der Zeitraum spielt keine Rolle. Nach vorne schauen lassen, die Frau. Immer nur nach vorne. Nie nach hinten. Immer nur nach vorne, nach vorne, nach vorne. Lebkuchenherz von der Tankstelle. Mal schnell rein. Mal reinjetten. Gucken, was gibt's da. Komm, zack. Mitnehmen. Blumen waren keine. Komm, dran denken an solche Sachen. Wisst ihr, was ich meine? Wer von euch hat dran gedacht? Wer von euch hält mal an der Tankstelle an und nimmt mal was für seine Freundin mit? Auch mal den Staubsauger nehmen, mal ein bisschen imitieren, mal kurz. Mal 3, 4 Minuten sagen, ich gehe mal kurz hoch mit dem Staubsauger. Den oben kurz mal anschmeißen. Verstehst du, was ich meine? Ich sehe verdammt gut aus heute. Ich weiß, Pepe ist besoffen. Ich denke, er sieht auch verdammt gut aus. Das Video ist zu Ende. Ich sehe verdammt gut aus. Abonniert diesen Kanal. Ich sehe verdammt gut aus. Und Pepe ist besoffen. Ich achte auf die Finanzen. Ich achte auf die Finanzen. Ich nicht. Glaubt ihr, ist es immer Ron, der das bezahlt? Ich rufe ihn nochmal an, Alter. Jetzt rufe ich ihn nochmal an. Jetzt fragen wir nochmal. Jetzt rufen wir nochmal an, oder? Ob Ron da immer auch die Rechnung bezahlt, jetzt rufen wir nochmal durch. Nee, da ist wohl Felina wichtiger. Er geht nicht ran. Nee, aber wirklich, wirklich. Zahlst du selber Blatt, den Champagnerblatt? Okay, Ladies and Gentlemen, wunderbar, wunderbar, wunderbar. Alge.